Ja. Um das richtig einzupegeln, würde ich Sie erstmal gerne fragen, ja, wie Sie heißen. Vielleicht stellen Sie sich einfach kurz vor. Ja, mein Name ist Frank Augustin. Ich bin Architekt. Ich habe 1992 das erste Gutachten zu den Hackeschen Höfen zusammen mit Selma Nagic gemacht, eine Architektin aus der ehemaligen DDR, also aus Ost-Berlin. Wir haben als Arbeitsgemeinschaft im Auftrag des Bezirksamtes Mitte die Hackeschen Höfe untersucht und deren Potenzial zum kulturellen Standort erkannt und insofern auch die Weiterentwicklung vorgeschlagen. Danach bin ich dann beauftragt worden zur Instandsetzung, zur Grundinstandsetzung der Hackeschen Höfe, insoweit es sich um Gewerbebauten handelte. Die Wohnungsbauten waren damals noch nicht Gegenstand. Wir haben von dem Vorderhaus zum Hackeschen Markt und bis hin zum Vorderhaus Sophienstraße, damals war Sophienclub da drin, die gesamte Planung eigentlich in Arbeit gehabt. Und welches Boot, welches Bild bot sich Ihnen da, als Sie da zum ersten Mal da waren? Ja, wir haben angefangen mit der Bestandsaufnahme eines sehr runtergekommenen Ensembles, bestehend aus den für die Kaiserzeit typischen Bebauungen für Berlin, also sprich Mietshaustypen im Wohnungsbereich, also um den Brunnenhof etwa, und Stockwerksfabriken im Bereich des ersten und zweiten Hofes, also des sogenannten Endell-Hofes oder des Kunsthofes oder Theaterhofes. Und die Gebäude waren sehr heruntergekommen. Die Nutzung war auch zum Teil sehr unangemessen. Also in den Restauranträumen oder im sogenannten Hochzeitssaal hat man Trabis repariert. Die Heizung habe ich noch sehr vor Augen als dunkles Riesentier, das im Keller fauchte und ab und zu auch durch die verrotteten Rohre Wärme in die oberen Stockwerke leitete. Es gab eine Vielzahl von kleineren und größeren Beschädigungen, die aus mangelnder Bauunterhaltung herrührten. Sehr prägend war auch der Eindruck der VEB Herrenbekleidung, glaube ich, nannte sie sich. Angeblich war das eine Firma, die auch für Boss produziert hatte. Ein rundum schäbiger, dunkler und eigentlich dieser Lage in der Stadt und der Lage im Stadtteil völlig unangemessene Ausstrahlung. Das war prägend. Ja, aber mit der Zeit haben Sie schon gemerkt, dass da was ist eigentlich. Also hinter diesem verkommenen Zustand war ursprünglich schon mal was ganz anderes. Wussten Sie davon vorher, also von dem ganzen Konzept der Höfe, also aus vom Anfang des 20. Jahrhunderts? Das Konzept vom Anfang des 20. Jahrhunderts war für uns, Erinnerungsstütze, aber auch oder deutlicher und wichtiger für uns war sozusagen das Erinnerungsmaterial, das die Höfe selber ganz offenbar zeigten. Also die Bekleidungen, entworfen vom Designer August Endell, die schönen Säle im Theatersaal, wobei einer durch eine Decke horizontal geteilt war, etwas kleinkariert worden war sozusagen. Wir waren aber von vornherein gehalten, für die heutige Zeit und die heutige Lage in der Stadt ein Konzept zu entwickeln, denn die Bevölkerung drumherum hatte sich ja komplett geändert. Der Großteil der jüdischen Bevölkerung existierte nicht mehr und existiert ja auch heute in diesem Maße bei weitem nicht wieder. Also mussten wir etwas finden,
was wir dem Bezirk, unserem Auftraggeber und dann später der Wohnungsbaugesellschaft Mitte vorschlagen konnten. Und das war eben ein Ort zur Transformation in kulturelle Nutzungen. Und das war natürlich teilweise schon angefangen durch den Sophienclub, sozusagen auf der Rückseite der Höfe, wenn man so will, und durch die Gruppe, die bereits Theater und Varieté vor allem dort spielte. Und spielten die da wild oder war das schon institutionell dort vorhanden? Das befand sich so gerade, also nach dem Umbruch um 1990 befand sich das gerade in der Phase der Konstituierung. Ich weiß es nicht, ob es damals auch schon eine GmbH gab, aber es gab großartige Konzepte. Das Chamäleon wollte ja auch die gesamten hackischen Höfe übernehmen, im Vorderhaus ein Hotel etablieren zum hackischen Markt, um aus diesem Hotelbetrieb Mittel zu akquirieren, die dann für die Unterhaltung und vor allen Dingen erstmal die Grundinstandsetzung der hinteren Gebäudeteile dienen sollte. Und dann haben Sie sich für Kultur entschieden. Warum war das so geeignet da am hackischen Höfen? Also wir haben uns für kulturelle Nutzung, nein, eigentlich haben wir uns für eine Mischnutzung entschieden, die aber sehr stark durch kulturelles Angebot geprägt sein sollte. Wie gesagt, gegeben bereits durch das Chamäleon, gegeben bereits durch den Sophienclub und deren Programm, dass es so stark kulturell entwickelt würde, wie es heute ist, war von uns gar nicht intendiert und auch nicht so vorgeschlagen. Wir hatten auch ausgerechnet, dass man bei weniger Verdrängung von ansässiger Bevölkerung zu etwas niedrigeren Preisen und ein etwas weniger schickes Ambiente dort etablieren könnte. Der Investor Roland Ernst hat das dann aber ziemlich schnell geändert, nachdem er die Hackischen Höfe, ich glaube, Mitte 93 übernommen hatte. Und seitdem gibt es dort eben diese etwas schicke und auch durchaus in einer anderen Preisklasse angesiedelte kulturelle Welt. Wer ist dort heute angesiedelt? Was für Leute wohnen da? Was für eine Welt ist das? Naja, ich denke, zum Teil hat man das, also das entzieht sich einfach meiner Kenntnis. Es ist jetzt 13, 14 Jahre her, wer da heute wohnt. Ich glaube, Roland Ernst selbst hat dort auch eine schicke Wohnung sich einrichten lassen, irgendwo im Dach. Aber es sind, denke ich, auch noch einige alte Mieter dort geblieben. Aber wie gesagt, da kann ich wenig spekulieren. Wir wollten damals zum Beispiel dort, wo eine Buchhandlung ist, auch durchaus eine Apotheke oder Drogerie einrichten. Also etwas, was man sozusagen für den täglichen Bedarf braucht. Also ohne dass das, ja, so als einzelnes Beispiel. Finden Sie es schade, dass es sich anders entwickelt hat? Nein, also das muss man zur Kenntnis nehmen. Das ganze Stadtviertel hat eine Entwicklung genommen, die in anderen historischen Stadtzentren in Europa auch zu zeitigen ist. Und das hat seine Reize. Ja, soweit. Und Sie erwähnten, Sie haben sich schon natürlich am Heute orientiert, was für eine zukünftige Nutzung da entstehen konnte, war Ihre Idee. Haben Sie sich aber mit diesem Kultur und Wohnen auch ein bisschen an der Tradition von früher orientiert, also an dem Ursprungskonzept? Ja, selbstverständlich. Also wir haben die sogenannte Mischnutzung, die für die Berliner Mietshausquartiere typisch ist, auf jeden Fall als zu stärkende Nutzungsform betrachtet. Und diese Mischnutzung bestand eben aus Wohnungen,
aus Produktion, aus Räumen für Handel und Gewerbe, aus Räumen für kulturelle Nutzung, sprich also Varieté, Theatersäle, sprich Club und Disco im Keller, also Sophienstraße. Das ist also eine bessere Mischnutzung gibt es nicht. Ist natürlich für die Hackeschen Höfe leichter zu realisieren auf einem so großen und weit gefächerten Grundstück mit um 9 Höfe als auf einer kleinen Parzelle von 2 oder 3 Höfen. Das ist, aber im Grunde genommen ging es uns darum, das, was die Großstadt Berlin ausmacht und ausmachte in früheren Generationen von Menschen, die in diesen Häusern gelebt haben, in ihrem Charakter, in diesem Charakter zu stärken. Ja. Also insofern, ja, das hat sich etwas verändert, diese Mischnutzung. Da ist die Präferenz auf Kultur und auf schickes Shopping und schicke Kultur und so weiter, das ist ein bisschen weiter nach vorne gedrängt worden. So. Ja, und nun war ja, also innerhalb dieses typisch Berliner Mischkonzepts, waren ja die Hackeschen Höfe auch noch was Besonderes, indem sie auch noch ein bisschen mehr Lebensqualität boten. Können Sie vielleicht dazu was sagen? Was war damals, als es gebaut wurde, was war da die Idee? Was sollte da, meinetwegen im Gegensatz zu irgendwie diesen ganzen vielleicht etwas anstrengenden Mietskasernen, was sollte da geschaffen werden? Also die Hackeschen Höfe waren von vornherein im Bereich der Wohnungsbauten etwas großzügiger disponiert als in zum Beispiel in Kreuzberg, in den Seitenstraßen um den Mehringdamm dort, wo man sehr kleine Mietswohnungen findet. Der Ausdruck Berliner Mietskaserne ist zwar gerne gebraucht, ist aber komplett Unsinn und falsch. Es gibt in Berlin gibt es ungefähr 5 zu unterscheidende Mietshaustypen. Es gibt die sehr großzügigen, hochherrschaftlichen, die man in der Mommsenstraße findet oder am Kurfürstendamm ein paar Reste. Man findet sie vielleicht auch am Prenzlauer Berg in einer leicht verkleinerten Form wie heißt denn die berühmte Straße dort? Die schicke Straße, die führt von der Schönauser dann hoch. Nach einer Künstlerin benannt. Na, ist egal, muss mir gleich wieder einfallen, also furchtbar. Auf jeden Fall, es gibt diesen hochherrschaftlichen Typus, es gibt sozusagen den bürgerlich gut ausgestatteten Typus, auch mehr in den westlichen Stadtteilen, also, und es gibt dann eben ältere Typen, die sehr kleine Wohnungen enthalten, in denen Familien in 2 Zimmern gewohnt haben, mit Schlafburschen und. Ja. Aber es hat alles nichts mit einer Kaserne zu tun. Denn die Hackeschen Höfe gehören vielleicht so in die Kategorie 3, die man in Friedenau findet, in den Mietshäusern in Friedenau, nicht in den villenartigen Wohngebäuden. Und waren von vornherein darauf eingerichtet, dass dort, sage ich mal, eine Mittelschicht mit heutigem Ausdruck unterkommen kann. Nun habe ich gelesen, das war auch Teil dieser Lebensreformbewegung. Wissen Sie dazu was? Dass man da irgendwie mehr Natur wollte, ein bisschen bessere Luft, ein bisschen mehr Licht. Kann man das sehen an dem Konzept der Höfe? Ja, sehen. Also ich würde sagen, der Abstand erlaubt da auch ein wenig Kritik, der zeitliche Abstand erlaubt ein wenig Kritik, die Lebensreformhäuser zum Beispiel von Gessner und anderen Architekten, das ein Küchenhaus von Hermann Muthesius, hatten viel weitergehende Konzepte, die wir heute im Nachhinein als sozialistische Hauskonzepte sozusagen oder als Konzepte sehen würden, wie sie dann in besetzten Häusern in den 80er Jahren in Kreuzberg und so weiter realisiert worden sind.
Davon hatten die Hackeschen Höfe meines Wissens nichts. Also eine Gemeinschaftsküche oder dergleichen gab es dort nicht. Die Parzellen wurden weniger dicht bebaut. Ich kenne aber die Akten zu wenig, die sind ja leider verschollen. Aber ich würde annehmen, dass die Überbauung des sehr großen Grundstücks in so große Tiefe unterm Strich rechnerisch eine sehr hohe Baudichte ergeben hat. Deswegen kann man bis heute sozusagen die Hackeschen Höfe eigentlich nur mit sehr viel Dummheit in Misswirtschaft runterwirtschaften. Also die Bebauungsdichte ist so groß von Anfang an, dass es wirtschaftlich eigentlich immer gelingen muss, die Hackeschen Höfe gut zu bewirtschaften. Mhm. Nun gab es auch noch einen weiteren Einfluss durch diesen Designer, wie Sie sagten, den Endell. Was hat der da reingebracht für eine Philosophie mit seinem Fassadendesign? Also August Endell, wie Sie sagen, ich würde ihn mit heutigem Ausdruck eher als Designer, denn als Architekten bezeichnen. Er hatte ja zunächst, ich glaube, Mathematik studiert und später dann Ästhetik und Psychologie. Hatte die Münchner Kunstwelt und darüber hinaus ganz furchtbar schockiert mit einem völlig freien Fassadenentwurf, einer Fassadendekoration. In den Hackeschen Höfen ist August Endell an den Fassaden im ersten Hof relativ brav geblieben. Man kann diese Fassade einmal vergleichen mit der Fassade am Kaufhaus Wertheim in der Sophienstraße, von Messel entworfen. Messel als historistischer Architekt, der sich an gotische Details erinnert. Bei Endell ist das quasi im Schema geblieben, aber es gibt auch die langen, im Spitzbogen zusammenlaufenden gotischen, fensterhaften Dekorationen. Und in den Sälen, im Parterre, sprich Hochzeitssaal, in den Restaurantsälen, ist Endell, wie ich finde, sehr konventionell, so ein zwischen Art Deco und Jugendstil. Und es gibt auch einige Merkwürdigkeiten, also vielleicht hat er die Beleuchtungskörper, die man von alten Fotos her kennt, ja nicht selber ausgesucht. Sehr beeindruckend sind die Pfeiler, diese Sprossenkapitelle, die er in den Sälen, in den Theatersälen entworfen hat. Und ja, er ist ganz der Künstler, der in Berlin, ich glaube ab 1904, ziemlich genau, hat er ja auch eine Schule in Berlin gegründet und betrieben. Er ist ganz der Propagandist seiner eigenen Lehre mit der Dekoration in den Hackeschen Höfen. Was war seine Lehre? So ganz, ganz kurz, ganz knapp? Da bin ich ehrlich gesagt nicht ganz firm. Also da muss ich passen. Also ich das jetzt in Worte zu fassen ist... Jugend, ja, man kann sagen, man muss ihn heute rechnen als einen Vertreter des Jugendstils, aber gerade in seinen Berliner Arbeiten, im Gegensatz zu den Münchnern, ist er verhaltener. Also die Häuser zum Beispiel am Steinplatz in Charlottenburg oder in Westend, ein Mietshaus, die sind doch sehr wirtschaftlichen Erfolg disponiert. Und Endell tut das, was manche andere Architekten in der Zeit auch gemacht haben. Also der junge Bruno Tau zum Beispiel hat am Cottbusser Damm für Mietshäuser, die von Baumeistern errichtet worden sind, so wie die Hackeschen Höfe von einem Baumeister, Kurt Berndt, errichtet worden sind, sind die Fassaden dann von einem anspruchsvollen Künstler, von einem ambitionierten Künstler und Designer entworfen worden. Also Taut hat so angefangen, seine Architektenkarriere hier in Berlin zu begründen. Und bei Endell ist es sozusagen eine Art
Sedimentation und sich arrangieren mit dem Baugeschäft in der großen Stadt Berlin. War das typisch für diese Zeit des Jugendstils? Also dieses auf der einen Seite schon etwas freiere Umgehen mit Architektur, ein bisschen künstlerischere Ambitionen zu haben und gleichzeitig immer diese Verknüpfung mit dem großen Geld, mit den Investoren und Fabrikanten. Ist das typisch gewesen damals für die Zeit? Man muss sagen, ja, das ist, es ist typisch und es ist in anderen Ländern in Europa noch heute so, dass es Spezialisten unter den Architekten gibt, die nur Fassaden entwerfen oder die nur das Plakat für die Ausstellung entwerfen. In Italien ist es sehr ausgeprägt. In Deutschland ist durch die Art der Ausbildung, also Diplom-Ingenieur, Architekt durch eine sehr technisch bezogene Ausbildung, ist das etwas weniger aufgegliedert. Aber durch zum Beispiel die Spezialisten, die Computeranimationen machen oder Videos zur Präsentation von Bauentwürfen, gibt es heute eine neue Form auch dieser Spezialisierung. Im 19. Jahrhundert hat man die perspektivische Präsentationszeichnung aquarelliert in Tinte eben auch in speziellen Büros machen lassen. Oder so ein Architekt wie Sergius Rügenberg hat in den 20er Jahren für Mies van der Rohe schöne Präsentationszeichnungen, ganz wolkig, duftig, für Schanz Scharoun duftig aquarelliert. Und dann später nach dem großen, furchtbaren Krieg hat er für Mies van der Rohe eben auch in dessen Stil, in Anführungsstrichen, eben gezeichnet. Ja, also das ist eine Arbeitsteilung, die sich einstellt und bei dem einen Architekten deutlicher das Leistungsfeld sozusagen definiert als bei einem anderen. Und vielleicht erst nochmal auf den ersten Endell-Hof zurückzukommen. Sie sagten schon, er hatte sich da ein bisschen zurückgehalten. Vielleicht können Sie einfach beschreiben für jemanden, der jetzt das nicht so kennt und so, was sieht man da oder was sehen Sie, wenn Sie in den Hof kommen? Also gleich gegenüber ist ja, genau, also wenn man quasi von der Rosenthaler Straße reinkommt, wenn Sie sich umsehen, vielleicht können Sie das ein bisschen beschreiben für uns. Oh Gott. Wenn man den Hof betritt, sieht man glücklicherweise auch den Himmel. Der Hof ist in seiner Proportion, hat er eine gewisse Länge, die ausreicht, um die hohen Wände nicht zu eng treten zu lassen. Man sieht also noch den Himmel über dem Saal, der mit seiner Pilaster- oder Lisenengliederung farbig abgesetzt sehr deutlich den Blick zunächst einfängt. Die Seitenwände, die Fensterachsen insbesondere, sind erinnern schon ein wenig an gotische Architektur, auch wenn Endell niemals dieses Wort da in den Mund genommen hätte. Er hätte vielleicht sozusagen ideologisch sich ausgedrückt und vom Aufstrebenden, vom Himmelwärtsweisenden vielleicht geredet. An den Treppenhäusern ist eigentlich ganz konventionell, wie sich das für einen Funktionalisten gehört. Also auch schon vor dem Bauhaus gab es Neusachlichkeit. Die Treppenhäuser sind ganz klar ablesbar durch die Belegung mit Platten, mit Treppchenmuster sogar. Und auch die Fenster sind entsprechend anders als in den Stockwerken. Was glücklicherweise wieder herausgearbeitet worden ist, durch die Instandsetzung, ist die Gliederung auch der Hoffläche, die man betritt. Es gibt eine Kante, die also die Durchfahrt zum zweiten Hof absetzt von der gepflasterten Fläche, sozusagen einem Vorplatz vor dem Treppenhaus zum Theater. Das ist wie eine offene Lobby im Hof. Man kann sich gut vorstellen, wir hatten das auch vorgeschlagen, den Hof mit einem leichten Segel gegen das Wetter zu schützen. Also kein Dach, das oben aufliegt, sondern ein Segel, das schwebt.
Das ist nicht realisiert worden, leider. Aber der Hof hat die Proportion einer Halle wie in einem großen Hallenbau. Und wenn man jetzt gleich reinkommt, gegenüber fällt, also mir zumindest auf, dass durch diese Fassade schon eine gewisse Dynamik irgendwie entsteht. Also irgendwie erinnert es mich ein bisschen an Wasser oder also durch diesen Schwung da oben. Würden Sie sagen, dass es da drin so Bewegung in der Fassade? Also, Ist schon klar. Also Wasser im Moment, da bin ich wahrscheinlich schon viel zu borniert, dass ich diese Assoziation nicht hinbringe. Also wie eine Welle im Grunde, oder oben finde ich, und die schließen auch nicht so richtig ab, die Sachen. Also es gibt so, ich habe mir das glaube ich irgendwo aufgemalt. Hier. Da die Linien sind im Grunde so ein bisschen gebrochen, finde ich, in der Fassade. Hinzu. Vielleicht immer einfach ein Foto dann. Das ist vielleicht einfacher. Also das Schweifen. Das Schweifen über einer Fenstergruppe, einer vertikalen Fenstergruppe, das Schweifen sozusagen des Traufgesimses, gab es in der historischen Architektur natürlich auch schon, also im Barock. Jetzt würde jeder sagen, das ist ja, was hat das mit Barock zu tun? Das hat gar nichts damit zu tun. Aber im Barock wurde sozusagen dieses Wagnis zum ersten Mal unternommen. Und darauf kann man natürlich zurückgreifen. Also, Also, auffällig ist der Querbau, der den ersten Hof gegen den zweiten abschließt, dass dessen Traufe geschweift wird, während die anderen Traufen gerade durchlaufen. In den Seitenflügeln sind nicht mal die Treppenschächte erhöht, weil da auch keine Aufzüge untergebracht sind. Die Front des Vorderhauses zum Hackeschen Markt ist turmartig in die Höhe gestreckt, weil eben darin schlicht eine Aufzugsmaschine unterzubringen war. Ja, also Sie würden sagen, es gibt ja im Grunde fast so einen gewissen Jugendstil-Mythos auch, also jetzt die protestierende Absage gegenüber dem Historismus und so ein Aufbruch zu neuer Fantasie, zu neuer Kombination von Stilen, das ist hier so ein bisschen... Das kann man jetzt hier nicht so richtig behaupten, diesen Mythos des Jugendstils, würden Sie sagen. Ich denke, man muss unterscheiden. Also in den einzelnen Teilen der Dekoration, in einzelnen figürlichen Emblemen, die in dem Brüstungsspiegel des oberen Theatersaals zu sehen sind, oder in den Figurenfriesen im Treppenaufgang, im linken Seitenflügel, Treppenaufgang zum Theater. Dort findet man eben diese Ideologie, nenne ich es, des Jugendstils, das ist eigentlich ein ganz hübscher Versprecher. Also die Ideologie des Jugendstils findet man dort gut repräsentiert. Die Fassaden, es tut mir leid, also die haben eher dann kunstgeschichtlich gesprochen etwas vom Expressionismus, der sich eben ausdrücklich auf Gotisches bezieht. Ganz anders, als es Messel macht, im Kaufhaus Wertheim etwa. Ansonsten sind die Fronten ordentlich schulmäßig tektonisch gegliedert. Natürlich ist der starke Kontrast im Farbwechsel so angelegt, dass es sehr viel Bewegung und sehr viel Aufgliederung gibt. Aber es gibt nicht diese aus dem Changieren der Farbe und aus den Vermischungen von Farben und Formen, wie meinetwegen bei den Brüsseler Art Deco-Architekten oder den französischen Art Deco-Architekten, das ist ja gleiche Zeit fast. Dieses gibt es nicht. Und
Ausendell war hier anscheinend gebundener, als er es in seinen ersten Arbeiten in München gewesen ist. Ja, über diese Arbeit in München habe ich nur ganz kurz gelesen, dass... ich glaube, das ist hier... Das ist nicht, ja. Es fällt mir gerade ein, dass Hitler da irgendwie was dazu gesagt hat. Wissen Sie was darüber? Nein, weiß ich nicht. Gut, ich hatte nur gehört, dass er total entsetzt war über diese Fassade. Also das ist was anderes. München, das ist ja. Aber auch Alfred Messel. Nein, hier ist es ja drin. Fotoatelier Elvira. Ja. Genau, das wurde als großer Schock... Das ist aber wirklich sehr viel gewagt. Das ist was völlig anderes. Also die ganze Front des Hauses ist natürlich auch ein sehr kleines Häuschen. Ist dafür hergemacht, eben jetzt dieses große Emblem, diese Emblematik sozusagen unterzubringen, aufzunehmen. Das ganze Haus ist nur ist nur Träger sozusagen. Die Fenster hier sind noch, die sind wohl irgendwie notwendig. Aber hier sehen Sie auch noch das Schweifen der Sprossen. In Hackischen Höfen ist das alles gut. Da gibt es einen Kämpfer, der schweift auch ein bisschen. Nee, das ist alles gerade hier. Alles gerade und also konventionell. Das ist das sogenannte Berliner Profil, diese Fenster. Das ist nichts Spezielles. Es ist nur, dass er... hier im oberen Stockwerk sieht man, da sind die Oberlichter sind durch Sprossen gegliedert, so wie man das im Jugendstilhaus in der Mommsenstraße zum Beispiel auch gemacht hat. Aber ein Stockwerk drunter und im ersten auch bringt er dann die Sprossen in die unteren Fensterflügel. Also es ist ein ganz einfaches Mittel, um so eine Verschiebung, das Gewicht ein bisschen zum Tanzen zu bringen. Ja. Aber das ist so wenig, dass in der Architekturtheorie des 19. Jahrhunderts gesprochen, das bewegt sich alles im arbiträren Bereich, also im willkürlichen Bereich. Dort kann der Künstler mehr oder weniger machen, was er will. Es bleibt trotzdem eine Brüstung und ein Fenster, eine Brüstung und ein Fenster, eine Brüstung und ein Fenster. Das ist noch nicht die Radikalisierung, die man dann aus Amerika initiiert, erfährt, nämlich Curtain Wall, also eine ganz klasse Front. Das ist es noch nicht. Insofern sage ich, entweder hat er sich selbst gebremst oder er ist gebremst worden. Ja. Dann wahrscheinlich von dem Investor, dem Michael oder von seinem Partner. Mag sein, also dazu weiß ich zu wenig, dazu haben wir vielleicht können Sie das einfach noch nicht mal recherchiert. Sagen, nochmal sagen, Sie haben von erwähnt, dass die Bauarten weg ist, weg sind. Vielleicht können Sie das nochmal einfach so sagen, das finde ich ganz interessant. Also welche Informationslage gibt es denn von früher? Als wir angefangen haben zu recherchieren über die Geschichte und insbesondere natürlich die Baugeschichte, musste festgestellt werden, dass die Bauakten, die üblicherweise im Bezirksamt im Archiv zu finden sind, dass die verschollen sind. Ob als Kriegsschaden zu verzeichnen oder sonst irgendwie verschwunden, kann ich heute nicht mehr sagen. Die Zeit ist einfach zu lange her. Wir haben dann uns sozusagen eine neue Basis gelegt. Wir haben eine sorgfältige Bestandsaufnahme der Hackischen Höfe durchgeführt und haben die Grundrisse gezeichnet. Und nicht nur die Grundrisse, sondern auch die einzelnen Figurenfriese gezeichnet und natürlich auch fotografisch festgehalten. Wir sind in Anerkenntnis der hohen Qualität der Hackischen Höfe natürlich auch bei unserer Bestandsaufnahme ins Detail gegangen, um einen adäquaten Umgang gut auf gute Grundlage basieren zu können. Ja. Und gab es da Überraschungen bei dieser Arbeit? Gab es da besondere Erlebnisse, wo Sie jetzt, meinetwegen, wenn man so einen Grundriss zeichnet, also so abzeichnet, dann ist es ja wie eine neue, völlige Neuentdeckung auch des ganzen Gebäudes.
Es gab, gab Überraschungen, die aber jetzt nicht spezifisch für die Hackischen Höfe sind. Also, dass man eine Wand, die in Unterlagen, die man irgendwie aus Umbauten vielleicht bekommen hatte, da stellt man, sollte eine Wand 60 cm dick sein, die war dann nur 16 dick. So etwas erlebt man allenthalben immer. Die Überraschung war vielleicht, wie dicht auf diesem unregelmäßig geschnittenen Grundstück die Bebauung realisiert worden ist und wie wenig die Winkligkeit in einigen Gebäudeteilen sagen wir, die Nutzung der einzelnen Gebäude beeinträchtigt hat. Das war sozusagen eine Entdeckung beim Nachvollziehen der vorhandenen Bebauung. Sie können das ja gut beurteilen. Ist das eine besondere Leistung, so eine große Nutzfläche zu schaffen? Ist das schwierig? Also damit fängt die übliche Architektenarbeit an, auf einem Grundstück oder auf mehreren Grundstücken oder Teilgrundstücken eine Bebauung so unterzubringen, dass der Investor, wie wir heute sagen, möglichst einträgliche Bewirtschaftung durch die Bebauung nachher realisieren kann. Das ist eigentlich der, das ist Stadtplanung, beziehungsweise es kommt auch vor, auch heute noch, dass es manchmal sozusagen Städtebaukunst wird. Würden Sie denn sagen, die sind Kunst, die Höfe? Also die Höfe, an den Höfen kann man eigentlich das Auseinanderfallen von zwei Professionen sehen, nämlich die Profession des Baumeisters, der gelernt hat, in einer Mietshausstadt unter Beachtung des Planungs- und Baurechtes eine möglichst hohe Bebauungsdichte zu realisieren, und davon abgesetzt die Arbeit des Profi-Designers, der die entscheidenden oder sagen wir die vorne liegenden Höfe so dekoriert, dass sie ein ansprechendes Ambiente machen, der aber auch ja, so weit, das der aber auch ganz weglassen. Ist das ein Trick, dass man am Anfang hui und hinten dann so ein bisschen normaler, praktischer? Ist das nicht ein Trick, um den Besucher so ein bisschen zu blenden? Nein, das ist kein Trick, sondern es ist einfach eine unterschiedliche Charakterisierung und Qualifizierung der Räume. Der sogenannte Spielhof um den großen runden Sandkasten, in dem ein schöner Baum wächst, der ist angemessen qualifiziert, wenn dort auch noch an den Rändern Sträucher und Stauden gepflanzt werden. Dort zwitschern halt die Vögelein und das ist schön, wenn man morgens aufwacht oder abends wieder in die Küche zurückkehrt vom Tageswerk. Während der erste Hof ist sozusagen das Foyer, das erweiterte Foyer zu einem Amüsiertempel, wie man ihn in Berlin ja in großen und kleinen Formen, aber sehr zahlreich fand. Also von Walderchens Ballhaus bis zum Haus Vaterland, da gehört eben dieser erste Hof der Hackischen Höfe eigentlich dazu. Das ist das Außenfoyer eines Theaters. Und vielleicht auch verständlich, wenn man sieht, wie steil und knapp der Treppenaufgang zum Theater, zu den Theatersälen ist. Der hat ja nichts von einem Entree, wie es an der Deutschen Oper zu finden ist, oder an der Deutschen Oper, an der Staatsoper unter den Linden. Also es ist vielleicht auch eine gewisse Kompensation dieser Enge im Treppenhaus. Mhm. Und genau, habe ich vorhin vergessen zu fragen, dieses Foyer, was Sie jetzt sagen, also der englische Hof, in welchem Zustand war der, als Sie da zum ersten Mal reinkamen?
Es war völlig verschmutzt. Also der Glanz so der einen und anderen Farbe war zu erahnen. Aufgrund der kräftigen Farbe gut, auch noch gut zu erkennen. Aber und es gab eben beträchtliche Schäden. Also das Wasser war von der Traufe eben nicht ordentlich abgeleitet, sondern die Fassade runtergelaufen und hatte dann auch durch Gefrieren im Winter dann auch einzelne Platten bereits abgesprengt. Also es gab zahllose Beschädigungen, sodass auch nicht wenige Platten später ausgetauscht werden mussten. Ja, das ist kein Problem. Sie erwähnten vorhin, dass Sie mit einer Kollegin zusammengearbeitet haben, die aus dem Ostteil der Stadt kam. War das so irgendwie ein Konzept? War das so damals so politisch so gewollt, dass man so als Team irgendwie auftritt? Sie hatten das so betont, glaube ich. Ja, ich habe das ganz bewusst gemacht. Ich bin über Bekannte aus Ost-Berlin mit dem einen oder anderen zusammengekommen und habe mir gedacht, dass ich am besten auch im wirtschaftlichen Sinne, im Sinne des Erfolges, mich zusammentue mit einem Kollegen, in diesem Fall war es eine Kollegin, aus dem Ostteil der Stadt. Im Übrigen ist sie die Tochter des Gründers der Kunsthochschule Weißensee, Selma Nagic, also sie heißt Selma Nagic. Und wir haben uns dann gemeinsam erfolgreich betätigt, sowohl im Ostteil der Stadt wie auch im Westteil der Stadt. Bis so nach ein paar Jahren eher bei ihr das Interesse kam, selbstständiger zu arbeiten. Mein Interesse war sozusagen, wenn man so will, auf den Markt im Osten, der noch ein sehr zu entwickelnder war, leichter Eintritt zu finden. Und ihr Interesse war die Spezifika der Bearbeitung kennenzulernen, also unter den Bedingungen des Kapitalismus. Ja, also es war so eine richtige Begegnung Ost-West. Ja, es war bewusst, es war bewusst und es war auch bewusst von beiden Seiten so konstruiert. Und es war für diese ersten, ich weiß gar nicht, wie lange wir zusammen waren, 4 oder 5 Jahre, für die Zeit war das auch im Nachhinein gesehen richtig, so zu kooperieren. Also ich wollte, sage ich mal, mit einiger Differenziertheit, mit der ich auch den Bauten begegne, auch den Menschen im Osten begegnen können. Und da brauchte man Anfang der 90er Jahre mehr als heute schon ab und zu auch ein bisschen, ich sag's mal, Übersetzungshilfe. Ja, genau. Am besten, ich schreibe mir gleich nochmal den Namen Ihrer Kollegin, dann mache ich auf. Vielen Dank, Sie haben schon sehr lange jetzt hier ausgehalten. Vielleicht noch eine letzte Frage. Diese Zeit, war die eigentlich wild damals, kurz nach der Wende? War das, wie würden wir das beschreiben? Gab es da Aufbruchstimmung? Jetzt können wir endlich alles neu bauen oder sanieren? Oder wie würden Sie diese Zeit kurz für sich beschreiben? Doch, es gab sehr deutlich Aufbruchstimmung. Und besonders auch für das gesamte Stadtquartier, denn es hatte ja durchaus erhebliche Eingriffe zur Zeit der DDR bereits gegeben. Es hat erhebliche Abrisse gegeben. Es sollte eigentlich noch viel mehr abgerissen werden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Tacheles zum Beispiel über noch weitere längere Jahrzehnte stehen geblieben wäre unter den Bedingungen der DDR. Nein, man muss sagen, es war ein großer, sehr ambitionierter und sehr hoffnungsfroher Schwung, die Welt auch in diesem Bereich sozusagen zum Besseren zu bringen. Und ist von dem noch was übrig, von diesem Schwung? Von dem Schwung ist noch
vieles übrig, aber es ist auch viel Ernüchterung aufgekommen. Das wird sich wahrscheinlich auch zu guten Teilen vergleichen, also von der Sicht aus dem Osten in den Westen, wie auch von der Sicht aus dem Westen in den Osten. Also, aber summa summarum muss man sagen, dass natürlich die Beseitigung des Eisernen Vorhangs und auch das Ende des Kalten Krieges, das ja nicht glücklicherweise nicht in einen heißen Krieg geführt hat, sondern in eine relativ friedfertige Welt, die allerdings durch globalen Handel, globale Operationen von Investoren und auch einige Neuigkeiten und neue Lebensbedingungen mit sich gebracht hat. Aber summa summarum muss man sagen, es ist gut, dass es so gekommen ist und nicht noch länger gedauert hat. Ja, genau, und dann noch ganz kurz. Also ich hatte den Eindruck, also wenn ich da unterwegs bin, dass also rund um den Hackischen Markt und die Hackischen Höfe, dass es ja noch relativ normal geblieben ist. Also im Vergleich, ist es natürlich schicker geworden, aber so im Vergleich zu London oder Paris, wo man auch nichts bezahlen kann im Grunde in solchen zentralen Gegenden, würden Sie sagen, dass da geht noch was mehr? Also das entwickelt sich noch oder ist das stagniert die letzten Jahre in der Gegend? Ich glaube, an den Rändern dieser Gegend, der Spandauer Vorstadt, passiert einiges, was in den 90er Jahren noch nicht möglich war. Also Neubauten auf Parzellen an der Kollwitzstraße zum Beispiel sind jetzt entstanden. Oder an der Schönhauser Allee ist nicht in der ersten, sondern in der zweiten Phase einiges entstanden. Es gibt noch dieses große an der Oranienburger Straße, das große, wie sagt man da jetzt, das Telekom-Haus. Ich glaube, das hat Herr Freiberger, der Großbäcker, gekauft. Das war Post und Telekommunikation, wie heißt es eigentlich? Da gegenüber der Synagoge, der ganze Komplex. Und dahinter ist an der Ziegelstraße ist noch die ehemalige Frauenklinik. Mhm. Und bis hin zur eben Spree, das ganze Quartier, da wird noch was passieren, da muss ja auch passieren. Ja. Gut.